Hallo Leute, schön, dass ihr euch entschieden habt, wieder einzuschalten zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Freut uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir dachten uns, wir drehen heute wieder mal ein neues Video, in dem wir euch mitnehmen werden und zeigen euch, was wir heute so machen. Und was machen wir heute eigentlich? Wir haben einiges geplant, wobei wir gar nicht, haben wir viel geplant? Bisschen was haben wir geplant, oder? Wir frühstücken jetzt hier. Guckt mal, was wir uns bestellt haben. Ein leckeres Avocado-Brot. Und eigentlich gibt es da noch Ei dazu, aber die vegane Option ist dann einfach mit Tofu. Ja, sehr, sehr lecker. Und anschließend haben wir geplant, dass wir in so einen Coworking-Space fahren wollen, hier auf Bali, wo sich sehr viele digitale Nomaden treffen. Und da wollen wir hinfahren und ein bisschen was am Laptop arbeiten, ein paar Dinge nachholen. Und dann werde ich hier wieder herkommen und Yoga machen. Und genau, wir werden euch heute so ein bisschen erzählen, was es hier so kostet, weil es interessiert ja auch immer ganz viele, wie viel Bali eigentlich kostet, wie viel Geld man hier braucht. Genau, ich würde sagen, jetzt essen wir erstmal Frühstück. Und das Frühstück hier kostet übrigens 110.000, also das Brot mit Avocado und Kaffee mit Cashew-Milk. Genau. Wasser gibt es kostenlos. Und was ist das? Brauner Zucker. Rohrzucker wahrscheinlich. Ich weiß auch noch was gucken wollen. Weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie ja, wahrscheinlich so Chili Flakes fürs Avocado. Und ich muss sagen, das ist echt groß. So, und jetzt habe ich Hunger, ich will essen. Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Heute lacht die Sonne und wenn die Sonne lacht, dann lache ich auch. Das wisst ihr ja bereits. Wir fahren jetzt zum Coworking Space und werden ein bisschen was für den Blog arbeiten. Wir haben einiges zu tun, wir haben einiges nachzuarbeiten. Und dann werde ich ein bisschen rumfahren und Django filmen. Hier gibt es ja einiges abzufilmen und einiges Interessantes zu sehen. Ja, die Lisa geht dann in Yoga um 4 und abends werden wir uns noch den Sonnenuntergang ansehen. Hoffentlich. Eigentlich seit wir hier sind, ist es abends bewölkt und es regnet. Deswegen können wir leider den Sonnenuntergang nicht sehen. Der versteckt sich hinter den Wolken. Echt schade. Ja, noch kurz zu unserer Unterkunft. Wir wollen euch ja heute erzählen, was das alles hier so kostet. Also unsere Unterkunft kostet pro Nacht 16 Euro. Wir haben einen Pool, wir haben ein schönes Zimmer. Wir haben euch ja die Unterkunft schon mal in einem anderen Video gezeigt. Guckt da einfach mal rein, dann könnt ihr euch die Unterkunft ansehen. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir los. Lisa, bist du soweit? Fertig. Sehr gut. Hast du alles? Ich habe alles. Sehr gut. Vergiss deinen Helm nicht. Mein Helm, meine Sonnenbrille. Und hier ist unser schicker Roller, den habe ich euch auch schon gezeigt. Und der kostet am Tag 50.000. Also so 50.000, 60.000. Du hast meine Sonnenbrille geklaut. Sehe ich gerade. Ja, der ist sehr, sehr schön. Frisst auch nicht viel Sprit. Das heißt, sparsam, sparsam unterwegs. So, let's go. Natürlich sparsamer wäre es mit dem Fahrrad, aber das werden wir auch die Tage mal machen. Mit dem Fahrrad rumfahren. Ja, wir haben uns überlegt, vielleicht in Ubud uns ein Fahrrad zu leihen dann. Ja. Aber jetzt erstmal hier Moped. Ja, wir sind jetzt angekommen im Coworking Space hier in Canggu. Man kann hierher kommen und sich entweder hier hinten zu sehen so einen Büroraum mieten, wo man eben alleine drin ist und ungestört ist. Oder man setzt sich zu den anderen, ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Hier runter an den Schreibtisch und arbeitet. Ja, wenn man hier einen Tag herkommt, kostet das Ganze nichts. Wenn man öfters herkommen möchte, dann muss man dafür bezahlen. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wenn ihr herkommt, dann bekommt ihr auf jeden Fall die Preise gesagt. Ihr bekommt hier Kaffee, Wasser ist glaube ich sogar umsonst. Und man lernt natürlich auch Leute kennen, die dasselbe machen wie einer selbst. Also wenn man irgendwie digitaler Nomade ist, dann sollte man hier auf jeden Fall mal herkommen und Hallo sagen. So, wir fahren jetzt was essen und dann gucke ich mir ein bisschen Django an und mache ein paar interessante Aufnahmen. So, los geht's. When I think about the way we used to be, when I
Liebe Leute, nachdem wir jetzt, drei Stunden in diesem Coworking Space waren und dort gearbeitet haben, sind wir jetzt in auch einem unserer Lieblingsrestaurants. Ich glaube, es ist sogar unser Lieblingsrestaurant hier in Canggu. Und zwar in dem Umayamu heißt es. Schaut mal, was ich mir bestellt habe. Super lecker, alles vegan und gesund. Das sind so Auberginen und Tofu. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so Okra-Gemüse, kann es sein? Ich weiß es nicht. Und das ist auch, glaube ich, so Kichererbsen gebacken. Auch so ein Gemüsedings, was gebacken ist. Zeig mal bitte das Buffet her. Das sieht so genial aus. Da gibt es so leckere Sachen. Schau mal mit. Ja, Moment. Ist nämlich so, dass man sich das selbst aussuchen kann. Hier gibt es einfach mal. Genau, also das sind die Sachen, die ich mir auch geholt habe. Und dann wird das einfach pro Löffel oder pro Stück berechnet. Also es gibt hier ganz viel Gemüse und Bohnen und Tofu, Tempeh. Und es gibt also richtig auch Säfte. Leckere Sachen. Schauen wir her. Ja. Säfte müssen wir auch noch herzeigen. Hier gibt es also gesunde Säfte. Ich zeige euch das mal. Wow. Da. Den haben wir gestern, welchen haben wir gestern getrunken? Den hatten wir gestern, also der ist gut für die Leber. Ich glaube, der bestand einfach nur aus rote Beete, aber richtig gut. Das ist Kokosmilch, dann haben wir hier, was ist das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hier ist noch Ginger, glaube ich. Also es sieht alles sehr, sehr lecker aus und schmeckt auch sehr, sehr gut. Und ist gesund, also man kann hier nichts falsch machen. Und es ist auch günstig, genau. Ja. Kostet hat, ich weiß nicht, ich glaube, den Teller, den ich jetzt habe, der kostet 2,50 Euro insgesamt. Also da kann man wirklich nicht meckern und die Leute sind hier sehr nett und schmeckt jetzt einfach sehr, sehr gut. Ich habe mich heute mal nicht für das Buffet entschieden, sondern hier so einen leckeren Burger mir bestellt. Oh, das sieht richtig gut aus. Und das ist anscheinend so ein Mushroom, also Pilze Patty. Hier ist, glaube ich, ein bisschen Pesto drauf und das hier sind so, ja, Süßkartoffel-Fries. Und die Soße weiß ich nicht. Die Beete eigentlich. Ja, aber hier sieht ordentlich aus. Was kostet jetzt der vegane Burger? Der Spaß kostet 3 Euro. Das ist günstig. Ja, ist echt günstig. Das ist echt günstig. Ja, doch. Also für sowas bezahlt man in Deutschland bestimmt 12 Euro. Ja. This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m, I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah, yeah. We're almost there, I'm loving this feeling of something new. Just right what I needed, take me there. We can drive away, oh yeah, yeah. Listen to the midnight radio. Ja, wir sind jetzt wieder zurück zu unserer Unterkunft gefahren, weil es regnet. Klasse. Jeden Abend regnet es irgendwie hier. Ja, wir werden jetzt ein bisschen chillen und später dann hoffentlich unsere Wäsche abholen, wenn es dann aufhört zu regnen. Ich hoffe es zumindest. Jetzt hat es tatsächlich aufgehört zu regnen und wir nutzen natürlich die Chance, um unsere Wäsche abzuholen. Wir sind jetzt beim Canggu Laundry Club und dort kann man ihn waschen für 50.000, glaube ich, kostet. Ich zeige euch das mal, schaut mal her. Hier sind die Preise. Die kosten 0 bis 3 Kilo 50.000 und dann wird es auch gebügelt und eben gewaschen. Und wenn man dann mehr Kilo hat, kostet es natürlich auch mehr. Hier kann man natürlich auch selber waschen, aber dann muss man auch hier bleiben und die Wäsche im Auge behalten. Ja, wollten wir jetzt nicht. Wir haben unsere Wäsche abgegeben gestern Abend und heute holen wir sie wieder ab. Gebügelt, gewaschen und schön. Einfach nur schön. Also ein Paket ist schon da, oder? Ein Paket ist da. Müsste gleich ein bisschen mehr sein. So, but it says two packets, yes, right? Ah, yeah, perfect. Okay. To be right, if there's two. Yeah, yeah, to okay. Load, it means two packets. Ah, one, yes. Load and two load. Great. So, wir haben jetzt doch noch unsere Wäsche bekommen. Die war darunter versteckt. Wir haben die nämlich trennen lassen. Also die weiße Wäsche und die bunte Wäsche. Ganz vorbildlich. So wie es auch die Mama machen würde.
Hab ich's auch gemacht. Jetzt müssen wir bezahlen. Oder hast du schon bezahlt? Ich habe schon bezahlt und jetzt gehen wir was essen. Ich habe nämlich Hunger. Also wie ihr sehen könnt, es ist mittlerweile dunkel geworden und wir sitzen beim Abendessen. Ja, es ist in diesem Vlog sehr viel Essen, aber wir zeigen euch das, weil es einfach so gut ist und weil wir euch das empfehlen wollen, falls ihr auch nach Bali kommt, weil wir wissen, dass viele von euch auch schon mal in Bali waren, nach Bali fliegen und so weiter. Deswegen zeigen wir euch das jetzt. Und zwar sind wir in einer Pizzeria und da gibt es auch vegane Pizza. Also klar, der Teig ist hier schon... sieht so lecker aus. Ja, die ist echt und ich glaube, die ist richtig, richtig gut. Und der Käse, also ist veganer Mozzarella. Und dann sind da Auberginen drauf. Ich weiß nicht, Fliege. Auberginen und Pizza habe ich mir noch drauf bestellt. Und was hast du dir bestellt? Nudeln mit... Pasta al forno. Und mit auch mit veganem Käse. Ja. Oh, lecker. Und was kostet der ganze Spaß? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, deine Pizza... du hast die Finanzen im... Ja, ich weiß, die Pizza kostet 70.000 und meine Nudeln kosten 65.000. Geht schon. Ich würde sagen, das war's auch mit diesem Video. Wir hoffen aber immer, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und Leute, warte. Lasst einen Daumen nach oben da. Die Lisa freut sich immer, wenn da so ein Däumchen aufploppt. Das wisst ihr doch. Genau. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Seid nett zueinander. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. When I think about the way we used to